zwar dürfen wir gleich die wundervolle Katrin Ilz begrüßen. Ich kenne Katrin durch Twitch tatsächlich. Gerade jetzt in so einer Corona-Zeit als Schreibende ist man ja manchmal ein bisschen einsam und wir machen da beide solche Coworkings. Deswegen freue ich mich sehr, Katrin gleich begrüßen zu dürfen. Katrin wird uns aus Salzburg zugeschaltet und die dortigen Sagen der Geister und Höllenhunde und alles und was da so kursiert, haben sie sehr inspiriert und von klein auf fasziniert. Und deshalb halten wir nun ein neues Buch von ihr in den Händen und zwar Das Rot der Nacht von Katrin Ilz. Liebe Katrin, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Es ist sogar dein Twitch-Setup. Ich meinte gerade, wir kennen uns ja zumindest vom Sehen schon von Twitch und den Hintergrund von dir kenne ich sogar auch schon. Meiner ist heute ein bisschen anders, aber naja. Du hast ein neues Buch geschrieben und zwar Das Rot der Nacht. Ups, ich habe es leider nur in schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob du es im Bund gerade da hast, aber googelt es mal. Es ist wunderschön geworden, wirklich. Dankeschön. Ja. Und es sieht auch sehr märchenhaft aus. Und ich habe ja eben schon so erzählt, du hast dich schon als Kind total für solche Kreaturen interessiert. Woher kam das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Faszination war einfach immer da. In Salzburg gibt es auch diverse Sagen, gerade um den Untersberg und eben über Höllenhunde und Vampire und geisterhafte Erscheinungen. Und ja, als Kind habe ich das irgendwie mitbekommen und Rüdiger, der kleine Vampir, falls das jemand kennt, war eines meiner absoluten Lieblingsserien als Kind und die Faszination für alles Übernatürliche, Geheimnisvolle, das hat sich einfach gehalten. Ich glaube, ich habe auch gerade gelogen. Ich habe gesagt, du bist uns aus Salzburg zugeschaltet, aber du lebst in Wien mittlerweile, oder? Ja, mittlerweile ja, okay. Bin ich in Wien. Hatte ich noch immerhin noch richtig im Kopf. Ist Wien auch sowas, was dich dazu inspiriert? Weil ich war mal in Wien, meine beste Freundin hat da gelebt. Wir waren auf dem jüdischen Friedhof. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist total mystisch irgendwie. Der ist riesengroß, wunderschön. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass solche fantastischen Kreaturen da rumlaufen. Wenn du die jetzt suchen müsstest in Wien, wo würdest du hingehen? Ich würde den Zentralfriedhof ansteuern, auf jeden Fall. Also ein wunderschöner Friedhof, riesengroß, traumhaft zum Spazierengehen. Und ich glaube, es liegen 3 Millionen Leute dort. Also irgendein Vampir wird da schon dabei sein, würde ich mal sagen. Ich frage mich gerade, ob es mir zu denken geben sollte, dass wir beide auf Friedhöfe gehen würden. Aber sollten wir uns jemals in Wien treffen, lass gerne mal auf dem Friedhof spazieren gehen. Du schreibst ja Dark Fantasy, was ja wieder ganz gut zur Friedhofsthematik passt. Was begeistert dich so an diesem Subgenre? Was ich bei der Dark Fantasy so gerne mag, ist, dass es um Grauzonen geht. Also die meisten Figuren haben nicht wirklich einen moralischen Kompass, beziehungsweise sie verschieben ihn ganz gerne und passen in der Situation an. Und das, was mich an Figuren, aber auch an Menschen eigentlich interessiert, ist, wie geht man mit extremeren Situationen um? Inwieweit hält man an eigenen Werten oder an moralischen Vorstellungen fest, vor allem wenn es ums Eingemachte geht. Mhm. Und das erforsche ich sehr gerne in den Büchern. Also gibt es in deinen Büchern jetzt nicht wirklich so diese typischen Schwarz-Weiß-Charaktere? Da bin ich sehr gespannt, was du uns gleich vorliest. Vielleicht hast du ja auch schon eine Stelle vorbereitet, die genau das zeigt. Ja, also ich habe, Das Rot der Nacht ist ein bisschen anders als meine typischen Bücher. Es ist ein Wintermärchen, das im Mittelalter spielt und die Protagonistin Belanka ist eine arme Taglöhnerin, wie man sich das im Mittelalter noch in Märchen so vorstellt und sie ist unsterblich verliebt in ihren Simon, aber Sohn vom reichsten Bauern, also diese Beziehung kann nicht stattfinden und der Pfarrer vom Dorf, der erzählte dann, naja, es ist im Wald, da steht ein Turm und wenn man das Wesen, das dort ist, erlöst, dann hat man einen Wunsch frei. Und der Pfarrer selber stellt sich das ein bisschen so als Pilgerfahrt vor, sie soll endlich das Weltliche ein bisschen hinter sich lassen, vor allem den Simon. Belanka hört nur, wie wird ein Wunsch erfüllt und ab da ist es ihr egal, dass Winter ist, dass in dem Wald Wölfe sind und Hexen und alles Mögliche. Sie will diesen Turm finden. Und ja, da an der Stelle würde ich auch einsteigen. Ja, sehr gerne. Ganz zu Beginn des Buches. Also wir sind mit Belanka in dem Wald auf der Suche nach dem Turm. Der Wald war unheimlich still. Schnee knirschte unter ihren Stiefeln und Belanka schob die Hände tiefer in die Manteltaschen, die Faust fest um den schmalen Streifen Papier geschlossen, den ihr der Pfarrer mitgegeben hatte. Der Segensspruch sollte sie vor dem Bösen beschützen. Ob er auch gegen die Wölfe helfen würde, deren vereiste Spuren immer wieder den schmalen Pfad kreuzten?
Sie meinte, etwas Feindseliges im Schweigen der Bäume zu spüren, deren dichtes Geäst das bleiche Tageslicht nur widerwillig durchließ. Die Gerüchte von Hexen, die in den Wäldern ihr Unwesen trieben, waren wieder lauter geworden in diesem langen Winter, und Belanca hoffte inständig, dass es nur Gerede war. Die letzte Teufelsbraut von Wolfstedt war bereits vor Jahren hingerichtet worden, und das Übernatürliche scheute die geweihten Dorfgrenzen seither. Doch außerhalb des heiligen Schutzes verschwanden immer wieder Menschen in den Wäldern, und auch wenn die meisten wohl Opfer wilder Tiere geworden war, wer töricht genug war, sich in die Tiefen des Forstes vorzutrauen, bezahlte diesen Hochmut allzu oft mit seiner Seele. Wind kam auf und strich eisig über ihre Wangen. Belanca schauderte und zog den Mantel enger um sich. Der Lufthauch klang wie ein Wispern, ein Flüstern über Hexen, die in Tiergestalten mit dem Teufel buhlten, von Flüchen, die die Toten aus ihren Gräbern holten, von Schadenszaubern, von Irrlichtern, die Unschuldige in den Wald lockten, wo die Wölfe sie zerrissen. Kehr um, schienen die Bäume zu ächzen, kehr um, der Wind zu pfeifen, als er mit kalten Fingern an ihre Mantel zog. Doch Belanca ging weiter. Irgendwo in diesem dunklen Wald stand ein Turm, und wenn Vater Wolf die Wahrheit gesprochen hatte, wartete in ihm Belancas Rettung oder mein Verderben. Belanca gab die Wärme der Manteltasche auf und umklammerte das Amulett um ihren Hals. Die weißen Wolken ihres Atems blieben in den dürren Zweigen hängen, als ihre kalten Lippen wieder und wieder die Worte der Gebete formten. So sehr Belanca sich auch bemühte, an die Kraft der heiligen Formeln zu glauben, die Bekenntnisse zu Gott und Maria hallten schal in ihr wider. Trotzdem betete sie weiter, ließ die Phrasen schwer von ihrer Zunge fallen, als der Schnee um sie herum weiterfiel und die Nässe durch die dünn gewordenen Flicken des Stoffes drang. Ob Vater Wolf ahnte, worum sie den Unsterblichen bitten würde, sobald sie ihn befreit hatte? Der geweihte Papierstreifen lag rau zwischen ihren kalten Fingern. Nein, das konnte nicht sein, sonst hätte er nie. Sie blieb stehen. Kann es sein? Vielleicht war dies ihre Prüfung, ihre Möglichkeit zu zeigen, dass sie doch eine würdige Braut für Simon war, dem Standesunterschied zum Trotz. Hoffnung stieg in ihr auf und wärmte sie. Sie hatte gebeichtet, einmal im vergangenen Jahr, dass sie Simon liebte, und Vater Wolf hatte deutliche Worte für ihre Unverfrorenheit gefunden. Doch als sie heute Morgen zu ihm gekommen war, weinend, dass sie Simon immer noch liebte, dass sie seine Verlobung nicht ertrug, da war auf einmal Mitleid in seiner Stimme gewesen. Als er begann, von dem Turm im Wald zu sprechen und von dem unsterblichen Dämon, der ihn behauste, hatte Belanca anfangs gedacht, er würde ihr ein Gleichnis erzählen, auch wenn sie es nicht verstand. Doch es war keine Fabel. Es war das dunkle Geheimnis des Waldes um Wolfstedt. Und Belanca findet den Turm, sie betritt den Turm, und in dem Turm findet sie keine unglückliche Seele, sondern sie findet einen sehr schlecht gelaunten Vampir. Und Lycidas ist schon seit mehreren Jahrzehnten in diesem Turm eingesperrt und er beißt Belanca, weil er ist ein Vampir. Und an dieser Stelle steigen wir auch wieder ein. Lycidas hat Belanca gebissen und Belanca fragt sich, warum sie eigentlich noch lebt. Warum lebe ich noch? Fragte Belanca und wünschte gleichzeitig, das Monster würde ihr keine Antwort geben. Was immer die Kreatur mit ihr vorhatte, war gewiss schlimmer als der Tod. Die Geschichten stiegen wieder in ihr auf von menschlichen Dienern, die für ihre dämonischen Meister unschuldig in Fallen lockten, von Unglücklichen, deren Folter dem Zeitvertreib diente. Weil du mir lebend mehr nützt als tot, sagte der Unsterbliche, bevor er ein noch hinzufügte. Wie gelassen er in seinem Lehnstuhl saß, wie auf einem Thron. Im schwachen Licht hätte man ihn auf den ersten Blick für einen Menschen halten können, einen Schausteller vielleicht, dessen altertümliche Kleidung nicht mehr war als ein Kostüm. Doch es war eine dunkle Aura um ihn, etwas Unnatürliches in seiner Stillheit. Und spätestens, wenn man seine Augen sah, wusste man, dass man einem Teufel gegenüber saß. Wie dramatisch. Der Teufel hob etwas in die Höhe und Belanca erkannte den Segensspruch,
den Vater Wolf ihr mitgegeben hatte. Der Segensspruch, der sie beschützen hätte sollen und es nicht getan hatte. Du kannst nicht lesen, oder? Eine Feststellung, keine Frage, auch wenn er ganz offensichtlich eine Antwort von ihr erwartete. Blanca presste die Lippen zusammen. Sie würde ihm keinen Fingerbreit entgegenkommen. Er seufzte. Ich kann dich zwingen, sagte er, und seine Macht legte sich fast zärtlich um ihr Herz. Aber ich würde unsere Beziehung ungern so unzivilisiert beginnen. Also? Blanca schwieg verbissen. Der Unsterbliche seufzte erneut. Ich sollte wohl wirklich geduldiger mit dir sein, sagte er nachdenklich. Immerhin hast du gerade eine nicht unbeträchtliche Menge Blut verloren. Er lehnte sich vor und sprach langsam, als würde er zu einem Kind reden. Du kannst nicht lesen. Ich kann meinen Namen schreiben, sagte sie nun doch, fast trotzig. Das ist gut. Es klang, als meinte er es aufrichtig. Doch es hilft dir nicht zu entziffern, was hier steht. Er hob den Streifen und las vor. Sieh sie als ein Zeichen meines guten Willens. Klingt das für dich wie ein Segensspruch? Dunkle Augen ruhten auf ihr. Für mich klingt es nach einem Gruß aus der Küche. Blankas Gedanken stolperten über die Worte. Aber sie wusste, dass Vater Wolf sie hochmütig fand, dass er sie verachtete, aber er war ein Mann Gottes. Warum sollte er sie? Er hat dich mir zum Fraß vorgeworfen. Nein, niemals. Es waren Lügen. Der Teufel log. Der Teufel war auf einmal neben ihr. Sein Arm umfasste sie vertraulich, auch als der Hass in seiner Stimme Blankas Herz erzittern ließ. Dein Priester kam zu mir und dachte, ich knie vor ihm. Ihm! Ich! Unauslöschliche Wut brannte in seinem Blick. Verrotten soll er, wie seine Vorfahren, vergessen, noch bevor das Jahrzehnt verklungen ist. Seine Finger legten sich um ihr Handgelenk fest und sie spürte die unmenschliche Kraft hinter dem Griff. Und du, Blanka, wirst das Instrument meiner Rache sein. Nein! Er hörte ihren Protest nicht. Du wirst einen Weg finden, die fesselnde Magie um diesen Turm zu lösen. Du wirst den Zauber zerstören und du wirst mich befreien. Seine Worte donnerten wie Hammerschläge gegen ihre Schläfe. Sein böser Zauber wirkte bereits. Die Gewalt hinter seinem Befehl ließ ihre Seele erzittern. Wie mochte es erst sein, wenn Tage verstrichen waren, wenn sein Gift bis in ihre Knochen gesickert war? Würde sie überhaupt noch den Willen verspüren, sich gegen ihn zu wehren? Nein, ihre Stimme brach und sie konnte seinen Blick nicht länger standhalten. Ich helfe dir nicht. Du wirst die Ewigkeit hier verbringen. Mein Herz. Ein spitzer Fingernagel zwang ihr Kinn in die Höhe. Seine Augen waren Abgründe und was sich in ihren Tiefen bewegte, kannte keine Gnade. Du hast keine Wahl. Und an dieser Stelle lassen wir Blankas und Lycidas alleine. Es ist doch ein privater Moment zwischen den beiden. Fieser Cliffhanger, aber also müssen wir jetzt einfach alle weiterlesen wahrscheinlich. Schade. Hast du auf jeden Fall eine richtig gute Lesestelle ausgewählt. Hast du irgendwie eine Faszination von Vampiren und was da alles drin vorkam? Oder wie kam die Thematik auf dich zu? Also mich faszinieren Märchen irrsinnig. Ich spiele mich in dem Buch mit sehr vielen Märchenelementen von Wunscherfüllung, natürlich auch über diese Idee von der einen großen Liebe von dem Prinz, der kommt. Wer der Prinz in dem Buch ist, das kann man sich aussuchen. Und von dieser Idee von Volksglaube und Magie, dass sich die in Märchen immer wieder vorkommen. Vampire selber, muss ich sagen, ja, haben mich immer fasziniert. Ich hatte aber nie damit gerechnet, dass ich einen Vampirroman schreiben werde, muss ich auch sagen. Und ja, dann war eben diese Idee auf einmal da von diesem Turm im Wald und wer da wohl eingesperrt ist und dann war Lycidas auf einmal da. Du bist sehr, sehr gut im Cliffhanger und im Teasern und im Neugierigmachen. Respekt. Das freut aber, mich. Schön, aber richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, dass Vampire gerade wieder so ein bisschen im Kommen sind. So Twilight scheint vergessen und wir widmen uns wieder den neuen Vampiren, worauf ich mich sehr, sehr freue. Sind denn schon Fragen im Chat? Wahrscheinlich ganz viele, nicht wahr? Allerdings, ja. Und ihr seid auch nicht allein mit eurer Vampirliebe. Und bei einigen ist dein Buch, aus dem du uns gerade vorgelesen hast, auch jetzt auf ihrer Wunschliste gelandet. Also sie können den Cliffhanger auf jeden Fall für sich auflösen.
Und ich glaube, dann könnt ihr bald ein Fantreffen auf dem Friedhof machen, denn auch dort treiben sich gerne unsere Zuschauerinnen rum. Das wird also ein Gruppentreffen, wird gar nicht so still, wie man es da sonst gewohnt ist. Und es kommen tatsächlich auch einige Fragen rein, nämlich zum Beispiel, wie du zum Thema Fantasy an sich gekommen bist. Ah, das war irgendwie immer da, muss ich ehrlich sagen. Ich habe relativ viel immer schon gelesen. Und ich glaube, das erste Fantasy-Buch, das ich tatsächlich als Fantasy gelesen habe, also wo das Genre für mich klar war, ich glaube, es war ein Holbein-Buch. Und da wurde gespielt mit Leben und Tod und jemand, der gestorben ist und dann also auf einmal wieder zum Leben erwacht. Und ich war damals, glaube ich, 10 oder 11. Und diese Vorstellung, das war für mich einfach so unpackbar und faszinierend. Und dann habe ich einfach alles gelesen, im Endeffekt, wo Fantasy drauf stand. Und was mir nach wie vor so viel Freude bereitet und auch die Faszination an dem Genre ist, dass man einfach die Freiheiten hat, alles zu erforschen und allen Themen auf den Grund zu gehen in einem Setting, das man ja dass man einfach auch gestalten kann. Ja, das gelingt dir auf jeden Fall gut, denn du wirst auch für deinen Detailreichtum, wie du beschreibst, sehr gelobt bei uns im Chat. Und Dankeschön. Eine Frage, die auch aufkam, also wir stellen uns jetzt wirklich vor, wie du mit Notizbuch über den Friedhof wandelst und da deine Geschichten schreibst, aber ist das denn Realität oder wie sieht bei dir wirklich ein Schreibtag aus? Ich gestehe, ich schreibe hier. Ich habe früher auch sehr viel in Kaffeehäusern geschrieben, was in meinem alten Job lag, wo ich immer so mal 20 Minuten Pause hatte, dann eine Stunde Pause, dann vielleicht mal wieder 2 Stunden Pause. Und da hatte ich dann meinen Laptop immer mit und habe mich halt ins nächste Kaffeebuch gesetzt. Ich gehe aber tatsächlich sehr gerne spazieren, auch sehr gerne über Friedhöfe. Also es gibt auch in Salzburg, eben wo ich ursprünglich herkomme, ganz wunderschöne Friedhöfe, St. Peter, St. Stephan. Und beim Spazierengehen arbeitet, sagen wir mal, meine Muse so an Geschichten, an Ideen, während ich ja einfach meine Runden dort drehe und die Natur bewundere und ein bisschen Frischluft schnappe. Also Spazierengehen auch so zum Hirn auslüften ist etwas, was ich so oft wie möglich mache. Dann behalte das gerne bei und ich bedanke mich bei dir im Namen der Community. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mich wirklich sehr gefreut, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Bevor du dich abmoderierst, ich moderiere dich gleich mit ab, aber ich habe noch eine Kaffeeeinladung. Ich habe keine Abschlussfrage, weil du gerade meintest, du magst Cafés, du magst Friedhöfe und du magst Spaziergänge und du magst Fantasy. Wenn du jemals in Berlin bist, nehme ich dich mit. Es gibt hier nämlich ein Café auf einem Friedhof hinter einer Fantasy-Buchhandlung. Oh. Also melde dich sehr, sehr gerne, dann können wir da hingehen. Alle Zuschauenden mit eingeladen. Wir machen dann einfach ein Community-Treffen auf dem Friedhof. Wird nicht komisch kommen, wird super. Wir sind in Berlin, da kommt sowieso nichts komisch. Von daher machen wir das sehr, sehr gerne. Sehr gut. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön, dass du gelesen hast. Nicht ganz so viel Dankeschön für den Cliffhanger, aber immerhin werden jetzt einige dein Buch kaufen. Also hat es sich gelohnt. Vielen, vielen Dank, Katrin. So. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es geht auch gleich spannend weiter. Ich würde jetzt aber noch gerne wissen, weil ich für dir vorhin eine Frage an den Chat gestellt habe, ob es Namen gab. Hat sich darauf jemand gemeldet, ob sie ihren Namen entdeckt haben in Büchern? Konnte ich jetzt tatsächlich nicht entdecken. Wurde zu viel vielleicht auch einfach geschrieben. Ja, das ist wirklich ein reger Austausch. Also das kann man vielleicht sagen. Vielen Dank an alle, die jetzt noch zuschauen. Ich meine, wir haben schon bald Mitternacht. Ja. Das ist immer noch reger Betrieb und es wird weiterhin der Chat auch so genutzt, dass sich untereinander ausgetauscht wird. Sehr es werden schön. Kontaktdaten ausgetauscht. Also die Wunschliste wird gegenseitig erweitert. Also Weihnachten kann auf jeden Fall kommen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Und es lohnt sich aber auch, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir kommen jetzt quasi zu unserer letzten Veranstaltung, aber das Warten wird sich gelohnt haben, denn wir begrüßen einen ganz besonderen Gast.